Erdbeben sind dann tödlich, wenn die Menschen ihnen nicht rechtzeitig aus dem Weg gehen. Der Schritt vor die Haustür ist dann eine lebensrettende Sofortmaßnahme, wenn er rechtzeitig erfolgt, bevor das Erdbeben das Haus zerstört. Das heißt, dass Warnungen unter anderem zeitnah erfolgen müssen. Ein Beispiel aus Japan. Dort gibt es ein flächendeckendes System von Seismometern, die Schwingungen erfassen, die den Erdbebenwellen vorausgehen. Diese Seismometerdaten werden von einem Zentralcomputer ausgewertet, der in Echtzeit Ausmaß von Gefahr und Gefahrenzone berechnet und dann automatisierte Prozesse in Gang setzt, beispielsweise die Zwangsbremsung von Hochgeschwindigkeitszügen, weil Züge weniger vulnerabel sind, wenn sie stehen, wenn das Erdbeben kommt. Das schwächste Glied solcher Warnketten sind stets die Menschen am Ende. Und so wäre es abwegig zu glauben, dass auch innerhalb von 3 Sekunden in einem Land wie Japan sämtliche Menschen gewarnt werden könnten, geschweige denn aus den Gebäuden evakuiert werden könnten. Tsunamis breiten sich wesentlich langsamer aus als Erdbebenschwingungen, nur etwa 800 Kilometer pro Stunde. Da öffnen sich über längere Distanzen unter Umständen auch besser nutzbare Reaktionszeiten. Der Tsunami, der Ihnen sicherlich noch in Erinnerung ist, im Dezember 2004, es dauerte 2 Stunden, bis die Flutwelle von dem Epizentrum vor Sumatra an der Ostküste Sri Lankas eintraf. 2 Stunden, die sicherlich viele Menschen genutzt hätten, wenn sie hätten gewarnt werden können. Vorausgesetzt, sie hätten die Warnung ernst genommen, sie hätten gewusst, was zu tun ist, es hätte ausreichend Fluchtwege und Fluchtmöglichkeiten gegeben. Inzwischen ist viel Geld in die Einrichtung eines Tsunami-Frühwarnsystems im Indischen Ozean geflossen. Eine zufriedenstellende Lösung für die sogenannte letzte Meile, die über Informationsübermittlung in die letzte Hütte, im letzten Dorf auf der letzten Insel, ist immer noch nicht in Sicht. Um wirklich alle zu erreichen, also auch die Armen, die weder Telefon noch Handy noch Radio noch Fernsehen haben, auch Randgruppen, die vielleicht gar nicht die Staatssprache beherrschen, muss noch vieles geschehen. Eine wirksame Warn- und Selbstschutzkultur lässt sich eben auch nicht über Nacht über eine Gesellschaft überstülpen. Hier werden wie in weiten Teilen der Welt überhaupt Maßnahmen der Armutsbekämpfung und Eröffnung besserer Bildungschancen sicherlich ein guter Anfang. Abschließend eine Bemerkung zu modernen Kommunikationstechnologien via Satellit und Handy. Die sind noch nicht breitenwirksam, vielleicht zukünftig. Es gibt auch deutsche Firmen, die Abonnements anbieten, wo sie auf ihr Handy kostenpflichtig Erdbeben- und Tsunami-Warnungen bekommen. Davon profitiert, wer ein solches Handy besitzt, sich ein solches Abonnement kauft, im richtigen Augenblick nicht im Funkloch steckt und in der Lage ist, die englische SMS zu lesen. Das ist also klar ein Service, der sich vor allen Dingen an Urlauber und vielleicht auch an Geschäftsleute richtet. Sie sehen, die Frage der Leserin oder des Lesers weist auf ein Defizit hin, das man für sehr bedenklich halten könnte. Vielen Dank.